Tag 30, 10 Uhr. Also fast 2 Tage. Ich geh mal Metall holen. Jo, mach mal. Nein, seid ihr denn auf dem Server, ey? Boah. Wir haben das auf der SSD bestimmt. Na klar. Hab ich auch. So, okay, na dann. Ach Mist, Beam. Ich muss erstmal die Tech Rifle eben reparieren. Stimmt, man, das ist auch gut. Nicht die Tech Rifle hier, die, ne? Die Sniper. Ich könnte mich gern einer sichern. Oder ich schreie, wenn was passiert. Ich brauche Polymer, okay. Ryan, hast du Polymer irgendwo liegen? Ich bin gerade am Fahren. Okay. Und aber ich schreie, wenn irgendwas passiert. Dem Sichtrohr bin ich ein leichtes Ziel. Los, Sichtschloss. Du das? Mag einer kurz den Ankylo zurückschicken? Durch den Teleporter? Einmal kurz Teleporter benutzen einfach. Boah, ich wurde getroffen, 300 Schaden. Ich werde getroffen. Hilfe! Scheinbar nicht. Ja! Die Schneidbahn auf mich. So. Level hab ich. Und Türen. Ja, dann schütz mich mal davon. Ich muss noch ein bisschen Poli holen. Doch Poli. Jo. Ja? Alles klar. Voll die einfach nur. Gott, die ganzen Tiere. Mein Gott. Was ein Pinguin. Hier ist, in der Mitte sind 2 Pinguine. Mhm. Ah, die siehst du. Problem ist, dass sie gleich auf mich snipern, weil sie böse sind. Die Frage ist, von wo sie snipern? Ja, immer vom Berg. Sind alte Bergsniper. Haben wir gar keinen. Ich glaube, also Replikator ist kein Polymer mehr drin, ne? Was ultra ungünstig ist. Was ultra ungünstig ist, ist, dass das Vieh schon überladen ist. Was hat das schon wieder? Also, du bist gerade dabei, Polymer zu farmen. Ja. Jo. Okay, brauchen wir ganz dringend. Dann wirklich weiterfarmen, dann noch gleich. Und zurück. Warum ist der denn überladen? Junge. Warum ist der so schlecht? Ich wurde gefunden! So. Die meint er mir her, das ist ja unglaublich langsam. Ich glaube, der wird beschossen. Der kommt unter die Schollen nicht durch. Nein. Ey, den musst du den reiten, den musst du reiten. Warte, er kommt gleich. Ist jemand in der Base, Metall abzuladen? Ich bin in der Base, aber ich will jetzt den Snabberturm erstmal bauen. Richtig. So, jetzt auch nochmal an die Zuschauer. Das wird halt richtig Rabatz jetzt gleich geben, weil die neue Session hat jetzt angefangen quasi. Ich baue jetzt hier schnell einen Sniper-Turm hoch, der aus der Kuppel herausragt, damit Maulwurf in der Lage ist, von hier aus zu snipern, von der Base aus. Weil würde er hier drinnen stehen und von hier snipern, dann würde er immer nur die Kuppel treffen. So, und oben kommen auch noch Turrets hin, dann ist nämlich auch oben die Kuppel noch geschützt, falls die Leute von oben herumfliegen sollten und drauf schießen oder so. Also mal gucken. Übrigens, Ryan, die Kanone macht jetzt deswegen jetzt auch gerade noch nicht so viel Sinn, so wie die hier steht. Ja, ich mach cool aus. Genau. Eindruck schön. Sieht gut aus, aber wir würden damit halt nur unser eigenes Schild treffen. Die Mitte ist da ungefähr. Okay. Okay, ich baue jetzt erstmal die Fence Foundation unten. Ja, ja, mach. Der Paco wieder nach Hause gebracht. Und der Paco. Akku? Na ja, der Sichlor. Die Megaschere. Megaschere. Los, Sichlos. Hilft jemand kurz Metall abladen? Also ich kann nicht. Jo, komm. Oh, wer hätte gedacht, dass ich echt noch einen Turm baue in der Session, in der Staffel? Alles nur für Maulwurfen. Ich will keinen Druck aufbauen. Nee. Nee. Ist auch für Mau.
Überladen. Ich wollte gerade sagen, zum Glück bin ich nicht alleine. What? Man kann nicht durch das Schild bauen? Okay, wir müssen das Schild mal eben kurz kleiner machen. Soll ich kleiner machen? Ja, ich mach schon. Ups. Matthias. Ups. Matthias 9,4. Matthias 9,2. So müsste eigentlich schon passen. Ja, jetzt ragt's raus. Wie geht das jetzt? Jo, geht. Nice. Hopp. Geh rein. Immer der Beladene aus. So, jetzt mach ich's wieder groß. Boah, ey, das wird so krass, Alter. Hm, ist schon alles. Ja, ist schon mehr. Oh, ich hab verändert. Das Problem ist ja auch, dass wir werden dann nicht nur gegen einen Tribe kämpfen, sondern die Tribes werden sich absprechen, davon das auszugehen. Dass die ganz genau sagen, wir gehen dahin. Und dass dann 3-4 Tribes gleichzeitig auf uns ballern werden. Hat sogar schon ein bisschen Schaden gekommen, das Schild sich gerade. So, Radius. Und 10-fach, okay. Was brauchen wir zum Reparieren? Schwarze Perlen, Metall und Kristall, glaube ich. Und Polymer. Kiste. Wenn ich im Weg stehe, schlag nicht mal weg, ich hab Standweg. Ah, jetzt geht's wieder. Aber eigentlich wäre es ja clever. Eigentlich wäre es schlau gewesen, hier mit Tech-Strukturen zu arbeiten. Egal, die kann ich später immer noch austauschen. Machst du eine Kiste, um das Ding zu reparieren? Wenn ich es hier hinbaue. Eine gute Idee. Mach mich hin. So. Soll der noch Polymer fahren mit dem Sichtrohr? Ach ne, ihr habt den da hingestellt. Okay, hier machen wir schon mal Textstrukturen. Aber nee, halt, hier wollte ich ja die Door-Frequenz machen. Hab ich die mit? Door. Ja, hab ich hier. Okay, dann würde ich stehen lassen, mal. Ja? So, der schönste Turm, den ich je gebaut habe, insofern ich ihn fertig bekomme. Aus wie alle anderen auch! Ja. Viel Spaß beim Sterben, verteidigen, haut rein. Okay. Oh je. So. Hallo. Hallo. Na, Greta? Na, Bugs? Wie sieht's aus? Boah, mal aufgeregt, was passiert? Der Beam, der baut einen Turm. Na Mensch. Unglaublich, oder? Ein Türmchen? Ja. Oben aus der lustigen Kuppel raus. Aha. Alles für den Maulwurf. Nicht schlecht. Was ein Service. Wobei bei deren Sniper lohnt es sich ja auch, ne? Autosniper mit über 600 Schaden ist schon krass. Was ist denn für ein Spaßvogel da? Der kleine Cheater. Naja, ich glaube, einmal lassen wir das. Ansonsten, wenn die Leute anfangen, das öfter zu machen, dann müssen wir das, glaube ich, reglementieren. Dann gibt's Verwarnungen hier. No, oder direkt einen Tritt in den Sack. Na, no, vielleicht auch das. So, ein wunderschöner Tag auf der Ragnarok-Karte. Was steht denn heute an? Ach ja, die Verteidigung mit Schneckenräubern. Bis aufs Blut. Können die eigentlich fertig werden in dieser Session? Das ist eine gute Frage. Ich glaube fast nicht. Also ich hatte Tag 28, 14.50 als Startzeitpunkt. Und als ich gerade eingeloggt hatte, war glaube ich Tag 30. Irgendwie relativ früh am Tag. Das waren ja circa 1,5 Stunden, glaube ich, ne? Also kann sein, weiß ich nicht.
Wir kriegen ja keine Uhrzeit, wir kriegen ja nur, also wir kriegen ja keine Stunden, wir kriegen ja immer nur Server-Tage, die wir nicht sehen können. Ma. Hey, das ist auch Turmbauen Deluxe jetzt, ne? Mit Tech-Zeug. Ist ja fast zu einfach. Das ist eigentlich schon Ultra Deluxe. Deluxe war ja schon mit der Grappling Hook und ne? Mit dem Fluganzug. Warum liegt denn hier ein Schlafsack von Cedir? Das weiß ich nicht. Ich wurde gefunden. Hoffentlich kommen da mehr Befestigungsstrukturen dran als die eine Wand. Hätte man fast noch eine Wand tiefer machen können, ne? Damit nicht noch so eine Angriffsfläche ist. Ja, stimmt. Eins wäre gegangen. Das ist jetzt auch die Maximalausdehnung vom Schild, ne? Aber man kann das ja stufenweise runterregeln. Mhm. Auch in relativ kleinen Stufen. Wie viele gibt's denn da? Ich weiß es nicht ganz genau. Beam hat es, glaube ich, gerade vorhin mal so um 3 Stufen kleiner gestellt. Da war es vielleicht eine Wand kleiner. Nee, oder so 2, 3 Wände kleiner. Also es ist schon ziemlich flexibel da. Das ist ja cool. Vielleicht kannst du auch einen Wert eintragen. Irgendwas zwischen 1 und 10 oder so. So ein Umfang-Typ. Wert. Ich bin echt nochmal gespannt, ob dieser eine Sniper-Turm mit diesen gesteckten Turrets schießt. Oder ob der einfach nur sich gegenseitig behindert. Wäre auf jeden Fall sehr bitter, wenn es nicht schießen würde für die Schneckenräuber. Jo, es wäre ein ganz klein bisschen Ressourcenverschwendung. Alpha Kevin. Ich wurde gefunden. Uiuiui. Und 3 verschiedene Tribes. Sind nochmal auf Schneckensuche, ha? Ich glaube, jede Schnecke, die jetzt gefunden wird, ist eigentlich eher ein Zufallsprodukt. Da rennt irgendeiner draußen rum und sagt, oh verdammt, da ist schon wieder so ein Vieh. Ah, nehme ich mit. Man kann es ja auch nicht einfach stehen lassen. Nee. Hat der Server bis jetzt schon Schnecken zerstört? Mir ist noch keiner aufgefallen. Fienchen reitet auf einem Terrorbird rum, der Klein Bibo heißt. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Uiuiui, also 2 Girls, die haben schon richtig gut gesichert hier alles, ey. Überall Pillars um ihre Base rum. Krass. Das ist Metallpillar. Die haben schon echt gute Vorarbeit geleistet. Ja, vielleicht hoffen die auch einfach dran zu kommen.
Aber dazu mussten erstmal ein paar Schneckenräuber erschossen werden. Naja, was hatten wir das letzte Mal für Verluste? Oh. Ich glaube, 3 T-Rexe oder so? Ja, das kann hinkommen. Also genau wissen tue ich es nicht mehr. Das müsste ich mir jetzt nochmal angucken. Ich glaube, es waren 3 T-Rexe und halt ein paar Pterodaktylschuss. Mehr. Haben die den Tech-Anzug nochmal überarbeitet irgendwie? Weil der sieht irgendwie gerade noch cooler aus als sonst. Vielleicht hat er den aber auch nur angemalt. Kann sein, dass die so ein paar Stellen schwarz gemalt sind von dem Ding. Wo denn? Hugo. Wochenvergleich. Vielleicht haben die sich ja Tribe-technisch alle gleich angezündet, da. Naja, es scheint immer schwarz zu sein. Gut aus. Du sollst bitte daran denken, Autos selbst zu machen. Oh. Ich bin aber kein Auto. Dann kann ich gar keine Autos selbst machen. Naja. Den hast du gebracht. Ja, das stimmt. Ich schäme mich. Und jetzt bauen er die Dinger wieder nach. Boah, was ist denn mit diesem Server los? Also ich vermute mittlerweile, dass in dem Bereich irgendwo die Obergrenze liegt. Vielleicht macht er das auch mit allen anderen Tieren auf dem Server, nur da kriegt man es nicht mit, weil es dafür keine Meldung gibt. Dass er halt immer irgendwie spawnt und dann merkt, ach nö, Moment, und dann wieder eine löscht, so. Ja, sowas in der Art, so nach dem Motto, oh, ja, wir brauchen ungefähr 190 Schnecken, ich hau mal hier ein bisschen mal dran. Oh, Mist, waren 3 zu viel, wieder weg damit. Oh, jetzt brauchen wir ja eigentlich wieder welche. Oh, waren wieder zu viele. Na toll. Ineffektive Programmierung. Ja, ich kann es mir vorstellen. Na, jetzt ist irgendwie die Foundation unten weg. Ich glaube, das Texture ist jetzt noch ein bisschen doller ausgefahren. Ah, sieht schon cool aus. Stell dir mal vor, du stehst hier oben drin und sniperst so. Das ist schon cool. Na, optimal wäre es wohl, wenn noch ein bisschen Schild da wäre, um sich wieder zurückzuziehen ins Schild. Naja, die haben ja alle Tech-Sachen an. Die können einfach durch das Ding nach unten fliegen. Oh. Weil du kannst halt aus dem Tech-Schild nicht rausschießen. Deswegen muss die Ebene, wo du schießt, auf jeden Fall draußen sein. Willst du einfach unten noch ein Hedgeframe reinziehen, oder wie? Oh, mal dieses Tschu. Ich denke immer, irgendwo fliegen Raketen. Kennst du den Baum, durch den man durchlaufen kann, durch den auch Wasser fließt? Nee. Musst du mal Captain Morgan gucken. Der sieht cool aus. Den kenn ich, der ist super cool. Ja. Da wir jetzt wissen, wie die Schnecken funktionieren, könnte man, glaube ich, einfach diese Meldungen rausnehmen und alles wäre gut. Dann müsste das nicht ständig einer lesen. Ja. So, das Grundprinzip funktioniert ja.
dass das halt nur kommt, wenn man einen Schredder schmeißt, sozusagen. Genau. Ja. Ah, der ist echt cool, der Baum. Quadstep, der siebte Mann. Golan. Ganz viel Zementpaste für Quadstep. Schon alles kaputt? Ich bin gerade am Seppen. Der eine tämmt einen Frosch, der andere reitet mit dem Biber durch die Gegend. Oh, Ryan hat das kleine Holzhäuschen von DSA entdeckt bei denen in der Ecke. Weißt du noch? Oh, hinten diese 1x3-Hütte. Ja, genau. Die wird jetzt gerade entfernt. Ah, das ist ja spannend. Er schießt da drauf mit einem Raketenwerfer. Da hat er halt gerade einen Stein mit kaputt gemacht, der daneben stand. Ich wusste gar nicht, dass man Ressourcen mit einem Raketenwerfer kaputt machen kann. Das wusste ich auch nicht. Das ist ja spannend. Statt sich daneben zu stellen. Man kann es ja jetzt auch fliegend machen, ne? Das ist noch viel cooler. Vor allem nur halbe Arbeit. Ist das jetzt so stehen? Keine Ahnung. Ich hatte auch nicht genug Raketen dabei gehabt. Oh, das Wyvern-Eis da. Ach, die Kisten gibt's ja eh nicht mehr. Oh, ich glaube, es wird dunkel. Ich dachte, der Tag hat gerade erst angefangen. Der eine Generator, ja, aber wir sind ja schon eine halbe Stunde dabei. Okay, das stimmt auch wieder. Der eine Generator pulst immer noch schön vor sich hin. Die Frage ist, ist ja echt, ob das feindliche Traps auch sehen, ne? Na, ich habe so das Gefühl, viele Traps werden es so machen, dass sie jetzt erstmal abwarten und sich selbst weiter ausbauen und dann anfangen, auf die Schneckenräuber zu gehen, wenn die Zeit halb um ist, so. Ja, aber das kann auch nach hinten losgehen. Das stimmt. Oh, das kann durchaus eine Weile dauern, die Bude einzureißen hier. Bei den Kanthölzern ist es echt übelst am Sparkeln, ey. Ja, die haben alles nebeneinander stehen, ne? Sparkle, sparkle. Der arme Maulwurf muss ja jetzt irgendwie die ganze Session hier oben auf dem Turm stehen. Ja, wahrscheinlich darf er die, oh, vor allem noch so hoch. Das ist doch ein Maulwurf. Vor allem darf er jetzt, glaube ich, mit der Sniper auch nicht mehr die Base verlassen, so. Wahrscheinlich nicht. Ich wurde gefunden! Ah, der Rückzugsort ist auch gar nicht so schlecht, ne? Du brauchst eigentlich nur ein Stück die Leiter runterkrabbeln, bist du wieder drin. Ja. Aber ich finde zwei Wände trotzdem relativ mau. Als Gerüst. Dafür, was da alles oben drauf steht.